Name ist Uwe Bresch, bin 59 Jahre alt und pfeife seit ca. 9 Jahren Kreisliga C und bin auf dem Weg nach HSC Berg Damen Bezirksliga gegen FC Donsbrügge. Bist du Fußballromantiker? Ja, nicht so gerne. Außer bei Schalke, das ist was anderes. Da bist du ein Schiedsrichter aus Leidenschaft? Ich sag mal, als Hobby kann ich mir das, ist das in Ordnung, aber Leidenschaft, sag ich mal, ist halt nicht so mein Ding. Leidenschaft jetzt? Nee, ich habe auch schon mal Zeiten, wo ich mal wirklich keine Lust habe. Irgendwann mal sonntags, nachmittags pfeife ich. Habe ich manchmal, wenn ich morgens schon aufstehe, habe ich schon manchmal keine Lust dazu. Was ist dein Ablauf vor dem Spiel? Ja, und dann fahren mit, den Ball mitnehmen und dann geht's zur Sache. Kein Einlaufen? Nee, bin ich nicht für. Auch einige Leute sind auch nicht dafür, das sollen sie in höheren Klasse machen. Aber schreibt der DFB vor, ne? Ach, was der vorschreibt, da gehen wir ganz selten ran. Er schreibt so viel vor, ich komme da vor wie in der Bundesliga. Ich bin nicht in der Bundesliga. Bei den Herren kann man das machen, aber bei den Damen. Was ist dein Pfeifstil? Als Schiedsrichter musst du selber erstmal ruhig bleiben. Du darfst dich gar nicht aufregen lassen, darfst dich nicht provozieren lassen. Wenn du pfeifst, dann pfeifst du. Wenn du nicht pfeifst, dann wird weitergespielt. Was sagst du so zum Schiri? Für mich pfeift er nicht viel. Läuft nicht viel. So soll es ja eigentlich auch sein, ne? Also, dass er nicht auffällt. Ja, aber wenn man nur da so im Mittelkreis rumläuft, weiß ich nicht. Ist jetzt unverblümte Kritik am Schiedsrichter? Nee, gerade. Ich muss leider drauf. Kerstin! Bist du gerne Schiedsrichter? Am Anfang ja, aber jetzt mache ich vielleicht noch ein Jahr oder was, zwei Jahre, dann höre ich auf. Dann schaffe ich das körperlich auch nicht mehr. Was muss ich jetzt machen nach dem Spiel? Erstmal hinsetzen, etwas trinken, ein bisschen runterkommen, ein bisschen sacken lassen und dann kriege ich erstmal noch mal eine eiskalte Flasche Bier.